wirklich ganz plötzlich. Also es hat so gemacht, klick. Und dann wusste ich, okay, ich schneide meine Haare und ich spende sie. Der Plan war, dass ich mir meine Haare so kurz schneiden lasse. Und am Ende sah es auch echt scheiße aus. Im Endeffekt, es sind nur Haare. Ja, wer hätte gedacht, dass ich, gerade ich, das jemals sagen werde. Unglaublich. So, und dann kam die Schere und ich habe sie mir selbst abgeschnitten und das zeige ich euch jetzt. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zeige ich euch endlich meine neue Frisur, was ich mit meinen Haaren angestellt habe, beziehungsweise was ich mit meinen abgeschnittenen Haaren denn so vorhabe. Das alles heute in diesem Video. Für alle, die mich nicht kennen, kurz vorab, ja, ich war immer sehr, sehr pingelig, wenn ein Friseur in meine Nähe mit einer Schere gekommen ist. Also es durften 1 bis maximal 2 Zentimeter sein, einfach nur um ein bisschen eine schöne Form reinzubekommen. Bis in die Spitzen waren meine Haare immer sehr gesund und deshalb, ja, habe ich es auch irgendwie nicht eingesehen. Meine Haare waren mir immer super, super doll wichtig und mir wäre nicht in den Sinn gekommen, sie kurz schneiden zu lassen. Das kurz vorab, ich habe sie jetzt auch extra mal hoch gemacht, damit ihr nicht beeinflusst seid und gleich schon sagt, oh mein Gott, das sieht scheiße aus oder ja, ist ganz okay oder ist ja gar nicht so viel. Das jetzt mal kurz zur Seite. Ich zeige euch dann natürlich später das Ergebnis und ich nehme euch auch mit zum Friseur. Ich habe mir nämlich meine Haare tatsächlich selbst abschneiden dürfen, was sehr, sehr komisch war, aber es hat auch Spaß gemacht. Also ich bin so in den Geschmack gekommen, ne? Also es war echt sehr ungewohnt, aber ja, es war dann auch irgendwie witzig. Und ich habe mir viele, viele Gedanken dazu gemacht, natürlich vorher, Monate vorher schon. Für alle, die mir schon länger folgen, die wissen, dass ich immer irgendwie versucht habe, meinen Look zu ändern. Ich habe mir jetzt zuletzt auch Perücken bestellt, damit ich einfach mal sehe, wie das an mir aussieht. Die Blonde war natürlich total krass, okay, ich gebe es zu. Mein Mann hat es überhaupt nicht gefallen und es wäre auch gar nicht machbar gewesen. Also für alle, die jetzt sagen, oh, deine Haare sind jetzt immer noch schwarz, ja gut. Also ich war vor Jahren mal beim Friseur, da war ich 8 Stunden gesessen. Sie hat dann versucht, mir die Farbe rauszuziehen, was echt schwer war. Sie hat sämtliche Mittel drauf und am Ende sah es auch echt scheiße aus. Okay, wir hätten mehrere Sitzungen machen müssen, aber irgendwie hat es nicht gepasst. Und sie sagt es mir immer wieder, also meine Friseurin, dass es wirklich schwierig wäre, ohne meine Haare kaputt zu machen, ja, eine andere Farbe mal an mir zu sehen. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, die so einfach zu lassen. Mal schauen, wie lange. Auf jeden Fall ist jetzt, wie ihr sehen könnt, an der Haarfarbe nicht viel passiert. Viele haben dann natürlich gesagt, in meinem Bekanntenkreis, Freunde, meine ja, Liebsten an meiner Seite, natürlich auch ihr, nein, um Gottes Willen, Heidi, schneid bloß nicht deine Haare, die sehen so schön aus, die sind so gesund, die sind so lang, erstmal so eine Länge zu bekommen ist total schwierig und dass sie dann auch noch gesund sind. Aber ich habe wirklich lange überlegt, weil ich mit so langen Haaren irgendwie nicht so viel machen kann. Das ist halt einfach nur mal so, ne? Die waren unglaublich schwer, ich konnte nicht mal einen Dutt machen, ein Zopf schon gar nicht, der dann irgendwie oben gehalten hat. Ich habe dann Kopfschmerzen bekommen, weil die einfach ja, nach unten dann immer gerutscht sind. Naja, egal. Auf jeden Fall fiel mir dann plötzlich, ganz plötzlich, diese Entscheidung gar nicht mehr so schwer, denn ich habe immer wieder nach Haarfrisuren gesucht, gerade bei YouTube, und dann wurden mir an der Seite, an der Leiste viele verschiedene Videos ja, vorgeschlagen zum Thema Haare spenden. Und dann habe ich mich so ein bisschen durchgeklickt und wirklich ganz plötzlich, also es hat so gemacht, klick, und dann wusste ich, okay, ich schneide meine Haare und ich spende sie, weil das einfach eine richtig gute Sache ist. Es gibt verschiedene Organisationen, die ja, Haare nehmen, da könnt ihr sie hinschicken. Viele haben auch Prämissen, zum Beispiel manche sagen ab 30 cm, manche sagen, die Haare dürfen nicht gefärbt sein und so weiter. Und da habe ich viel recherchiert und ich habe mich jetzt für eine Organisation entschieden, die zum Beispiel auch Perücken für Kinder machen, die leider aufgrund ihrer Behandlung, ihrer Krebsbehandlung, ihre Haare verloren haben und die bekommen dann eine Echthaarperücke. Und das war so, so schön, das zu lesen und ich habe gewusst, okay, das möchte ich unterstützen und dann habe ich einen Friseurtermin vereinbart. Als ich dort gesessen bin, hat sie mich ganz skeptisch angeschaut, eben meine Friseurin, weil sie mich ja kennt. Der Plan war, dass ich mir meine Haare so kurz schneiden lasse, weil ich mehrere Frauen gesehen habe, die eben richtig coole Frisuren haben, so ein bisschen gewellt und mir hat es so gut gefallen und ja, selbst meine Friseurin hat gesagt, Heidi, bist du dir echt sicher?
Es wird dir stehen, definitiv, aber du wirst morgens echt Arbeit damit haben. Und ich weiß ja, du hast nicht so viel Zeit. Lass es uns lieber anders machen. Also gut, ich habe mich dann entschieden. Wir haben uns auf eine Länge geeinigt und es sind sage und schreibe 30 cm geworden, also fast 30 cm. Ich kann leider nicht 30 cm spenden, weil sie dann natürlich noch nachkorrigieren musste und so weiter. Aber es ist eine ganze Menge geworden und da bin ich echt froh und ganz, ganz glücklich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich wollte euch dazu mitnehmen. Ich wollte eigentlich keine große Sache draus machen, aber ich habe mir gedacht, vielleicht spielt ihr auch mit dem Gedanken und im Endeffekt, es sind nur Haare. Ja, wer hätte gedacht, dass ich, gerade ich, das jemals sagen werde. Unglaublich. So kann man seine Meinung ändern und ich bin total froh. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie meine Haare vorher eben ausgesehen haben und ihr könnt es schon sehen. Sie sind tatsächlich sehr lang. Die Form, die fehlt im Schnitt natürlich, ganz klar, aber bis in den Spitzen sind sie tatsächlich gesund und man hätte da jetzt einfach vielleicht 2, 3, 4 cm abschneiden müssen, ne? Damit sie wieder schön fallen sozusagen. Ja, und dann kam die Schere und ich habe sie mir selbst abgeschnitten und das zeige ich euch jetzt. Lass mir die Haare ein bisschen weiter hinter in die Schere. So, so, ganz rein mit der Schere, ja. Und jetzt fängst du an dann. Oh, hört sich das komisch an. Mache ich das überhaupt richtig? Klar machst du das richtig. Bei der Friseurin. Du hast zwar den falschen Finger in der Schere, aber das macht nichts. Echt? Mhm. Welchen hat man denn? Ringfinger. Oh, ich zitter. Ich werde Friseurin. Ich wechsle Beruf. Ey, guck mal, ich zitter. Jetzt müssen wir ein Haargummi hinmachen. Ey, das ist wie ein Pinsel. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ich meine Haare selbst abgeschnitten habe. Natürlich musste meine Friseurin einiges korrigieren, ganz klar. Ich wollte eigentlich einen Stufenschnitt da noch drin haben, aber davon hat sie mir abgeraten, weil sie gemeint hat, nee Heidi, also da brauchst du auf jeden Fall frühmorgens Zeit, du musst sie stylen, du musst mit der Rundbürste dran, du musst mit dem Föhn dran, lass es mal lieber, du hast ja nicht so viel Zeit und da bin ich echt froh, dass sie mir davon abgeraten hat. Tatsächlich habe ich Angst gehabt, wie denn meine Frisur dann aussieht, ob sie mir denn dann überhaupt gefällt, aber ich bin so, so glücklich. Meine Haare wurden dann natürlich noch gefärbt oder getönt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, auf jeden Fall. Naja, graue Haare und so lassen grüßen. Das mache ich ja jedes Mal, wenn ich beim Friseur bin. Und dann hat sie mir meine Haare geföhnt. Und ich zeige euch jetzt natürlich das Ergebnis. Erstmal jetzt so an mir. Ich mache jetzt mal meine Spange ab. Und dann ja, seht ihr das Ergebnis von meinem Friseurbesuch. Tada! Das sind jetzt also meine neuen Haare, meine neue Frisur. Was soll ich sagen? Also ich bin total glücklich. Ich kann einiges jetzt damit machen. Ich kann mir sogar, wenn ich meine Haare so nach hinten mache, einen Zopf machen. Wer hätte das jemals gedacht? Vor allen Dingen, schaut mal, ich kann einfach so machen und dann sind sie schon zu Ende. Und vorher war es so. Ich habe es so gemacht. Ich habe es jetzt auch schon gewaschen und es war ein richtig, richtig cooles Gefühl. Ich bin einfach schneller fertig und schaut mal bitte, wie kurz die jetzt hier plötzlich sind. Schaut mal. Also für mich kurz. Natürlich sagen jetzt einige, oh, was willst du denn? Das sind ja noch lange Haare. Ja gut, also wir machen das jetzt so. Wir machen das jetzt so. Jeder, der jetzt wieder meint, motzen zu müssen oder hier Hate ablassen möchte, ihr holt euch jetzt eine Schere, nehmt euch ein Metermaß und messt, sagen wir, 27, 28 cm ab. Das macht ihr jetzt genau jetzt. Ich warte hier auf euch. Und dann haltet ihr euch das so dran und schneidet sie da ab, wo es eben angezeigt wird. 27 oder 28 cm. Dann will ich euch mal sehen, ob ihr dazu den Mut habt. Ja, also ich bin super, super glücklich und happy damit. Ich kann euch noch kurz einblenden, wie sie kurz nach meinem Friseurbesuch eben ausgesehen haben, als ich noch dort war beim Friseur. Ich habe sie umarmt, meine Friseurin. Ich bin total glücklich und vor allen Dingen, weil ich jetzt was Gutes damit tun kann. Ich bin nämlich der Meinung, dass es sicher sehr, sehr schwer ist für die Menschen, die ihre Haare aufgrund einer Krankheit verlieren und so können sie ein Stück weit Lebensqualität wieder bekommen, wenn man eben ja, eine Perücke daraus macht, aus gespendeten Haaren. Ich bin ja davon überzeugt und das war es soweit von mir, von meiner neuen Frisur. Ihr könnt mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es euch gefällt.
Wenn es euch nicht gefällt, ja, ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Mir gefällt es total gut und ich glaube, das ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte. So, genug gequatscht für heute. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet, ob ihr von diesen Organisationen schon gehört habt. Lasst uns unten in den Kommentaren ein bisschen austauschen, dann würde ich mich wahnsinnig freuen. Und ich bin jetzt total happy. Wie gesagt, ich glaube, ich habe es schon 20 Mal gesagt, oder? Okay, also habt alle einen wunderschönen Tag, lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao! Ach übrigens, ich bin jetzt total erleichtert. Das wollte ich auch noch dazu sagen, habe ich total vergessen. Ja, ich fühle mich jetzt irgendwie total erleichtert. Schaut mal, wie kurz wir sind. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Also bis zum nächsten Mal.